Oh, hallo Zuckerschnäuzchen. So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein. Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen. Und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. Mir ist gerade nicht so wirklich nach Baden. Ach komm schon, Nina. Na, was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde. Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab oder ich fange an zu schreien! Frauen, schlimm. Keine sachliche Unterhaltung kann man mit Ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. Kriegen wir alles hin. Und jetzt macht auch die ganze Aktion in dem Waschraum da unten. Ah, gut, dass ich Sie treffe. Ich muss mich dringend mal mit Ihnen unterhalten. Müssen Sie das? Ja, es ist wirklich wichtig. Es geht um die Vorkommnisse auf dem Schiff. Was für Vorkommnisse? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass an Bord einige äußerst merkwürdige Dinge vor sich gehen? Doch, wenn Sie mich so fragen. Und darüber können Sie mir was erzählen? Ich will erst noch ein paar wichtige Dinge klären. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam zu Abend essen. Dann kann ich Ihnen erzählen, worum es geht. Ich weiß nicht. Sie sollten mir schon mal sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Das geht leider nicht mal so eben auf die Schnelle. Und bevor ich mir über den einen oder anderen Punkt noch nicht völlig im Klaren bin, sagen wir 20 Uhr im Restaurant? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Prima, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht beim Portier. Ich habe Kabine Nummer 5. Komischer Kauz. Aber stimmt schon, auf dem Schiff gehen so einige merkwürdige Dinge vor sich. Da wäre ein bisschen Aufklärung sicher nicht schlecht. Bin mal gespannt, was der mir heute Abend erzählen wird. Aber jetzt erstmal zurück zum Hier und Jetzt. Bis 20 Uhr habe ich noch viel Zeit, um einiges vielleicht auch selbst aufzuklären. Also jetzt macht die ganze Aktion in dem Waschsalon vorhin nämlich auch Sinn. Wir müssen jetzt, um den Barmann zu täuschen... Eigentlich ist er relativ sauber, aber was soll's, kann ja nicht schaden. ...die Verkleidung von dieser schrecklichen Frau Jordan nachbasteln. Und dazu färbt man den weißen Bademantel mit der roten Socke. Das sollte reichen. Oh, die Socken färben tatsächlich immer noch. Was soll's, weiße Bademäntel sind eh nicht mein Fall. Weil Nina ein hinterhältiges, durchtriebenes Luder ist, füllt sie Seife in die Sonnencremetube. Ich könnte diese Aktion jetzt böse kommentieren, aber ich finde, wirklich fiese Ideen müssen nicht noch kommentiert werden. Richtig. So, dann gehen wir wieder auf Sonnendeck. Bekommt der Kollege hier erstmal seine Sonnencreme? Ich hätte hier was für Sie, für die perfekte Bräune.
Damit tue ich vor allem mir einen Gefallen. Er dreht sich dann endlich auf den Bauch und ich muss mir weder sein Gesicht ansehen, noch seine dämlichen Sprüche anhören. Oh, das ist prima, Schätzchen. Danke. Ach ja, wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie mir ja auch gleich noch den Rücken eincremen. Ich muss weg. Puh, die Gefahr ist gebannt. Er hat sich selbst eingecremt. Das war mit Abstand die schlimmste Gefahr, der ich in den letzten Jahren ausgesetzt war. Dafür kommen wir jetzt an die Sonnenbrille ran. Gehen zum Oberdeck. Sagen dem Kapitän Hallo. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ich störe ja nur ungern, aber meine Handtasche ist weg. Hören Sie, gute Frau. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss mich um das Schiff kümmern. Wenden Sie sich doch bitte an den Portier. Der ist für solche Dinge zuständig und kann Ihnen bestimmt behilflich sein. Ja, ich dachte nur... Entschuldigen Sie mich bitte. Unser derzeitiger Aufenthaltsort erfordert meine volle Aufmerksamkeit. Eine angenehme Fahrt noch. Wieso Eisberg voraus? Das gehört wohl zur Klimaanlage. Die Luft, die da rauskommt, ist ganz schön heiß. Aber da kann man den Bademantel drauf trocknen? Aus dem Abluftgitter kommt so viel warme Luft, da dürfte der Bademantel bald trocken sein. So, trocken genug. Und den Hut basteln wir uns aus dem Rettungsring und dem Schlipstopp. Tja, was mache ich jetzt damit? Ich rufe mal meine verborgenen Talente als Modedesigner ab. Und garnieren das Ganze mit den Rosen aus dem Speisesaal. So, jetzt ist der Hut zwar immer noch nicht wirklich schön, aber für ein berühmtes englisches Pferderennen wird's schon reichen. Ascot. So, und jetzt kombiniert man die drei Sachen einfach in den Ventil so, miteinander. So, jetzt ist meine Verkleidung Modell geschmacklose Tussi endlich komplett. Dann können wir mal gucken, ob wir Glück haben. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen. Dann könnte ich glatt als Zwillingsschwester durchgehen. Hallo. Hallo, Frau... Jordan? Hey, nicht schlecht. Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel. Ja, sofort. Sie waren Frau Jordan, nicht wahr? Bin ich auch immer noch. Helfen Sie mir bitte noch mal kurz auf die Sprünge. Welche Kabine hatten Sie doch gleich? Verdammt, woher soll ich das wissen? Oh, an die Nummer kann ich mich gerade überhaupt nicht erinnern. Wissen Sie das denn nicht? Nein, tut mir leid. Ich kann mir nur Telefonnummern wirklich gut merken. Ansonsten ist mein Gedächtnis leider nicht das Beste. Schauen Sie doch bitte kurz unten nach. Strengen Sie sich mal an. Entschuldigung, aber das bringt leider nichts. Tun Sie mir bitte den Gefallen und schauen Sie nach. Ich schreibe mir das dann auch sofort auf. Wird doch nicht wieder vorkommen. Versprochen. Und verraten Sie bitte dem Captain nichts davon. Der schmeißt mich sonst raus und ich brauche den Job dringend. Ja, geht in Ordnung. Ich verrate keinem was. Wie kriege ich denn jetzt die Kabinennummer von dieser Katharina Jordan raus? Der Portier müsste mir da doch eigentlich weiterhelfen können. Ich muss mir mal kurz die Nase pudern. Wir sehen uns später. Ich werde mich mal wieder umziehen. So, und wie wir sehen, sehen wir nicht den Portier in seinem Platz. Den können wir aber rufen, indem wir uns so eine kleine Klingel improvisieren. Dazu nimmt man diese Klingelglocke, hängt die in den Bolzen. Und mit dem Flaschenöffner kann man Klingeling machen. Sie haben geläutet? Wie auch immer Sie das geschafft haben, während ich gerade die Klingel repariere. Können Sie mir bitte sagen, welche Kabine Katharina Jordan hat? Darf ich fragen, worum es geht? Ich wollte Sie nur mal besuchen.
Dann sollten Sie zum Pool gehen. Dort werden Sie Frau Jordan vermutlich finden. Oh, ja, prima. Und wenn ich ihr eine kleine Überraschung vor die Tür legen will? In dem Fall sollten Sie diese mir geben. Ich deponiere das Geschenk dann im Fach von Frau Jordan hinter dem Tresen und werde es ihr aushändigen, sobald sie hier vorbeikommt. Das ist auch viel sicherer. Ja, das werde ich dann machen. Ist meine Handtasche mittlerweile wieder aufgetaucht? Nein, leider nicht. Nein, aber ich habe den Kapitän von dieser bedauerlichen Angelegenheit in Kenntnis gesetzt. Er wird sich höchstpersönlich darum kümmern. Tut mir leid, dass Sie bisher so viele Unannehmlichkeiten hatten. Schon gut, Sie können ja nichts dafür. Das war vorerst alles, danke. Nein, das war noch nicht alles. Und jetzt geben wir das Poster dem Portier. Ich habe eine Idee, könnte funktionieren. Ich möchte Sie bitten, dieses Poster für Frau Jordan zu hinterlegen. Selbstverständlich kein Problem. Ich werde es in Ihr Fach legen und bei nächster Gelegenheit übergeben. Das ist nett, vielen Dank. Gern geschehen, dafür bin ich ja schließlich da. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, im Moment nicht. Dann bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Ich habe da noch etwas Wichtiges zu erledigen. Und mit der CD können wir den jetzt ausspionieren. Die Schlüsselfächer spiegeln sich in der CD. Wenn der Portier das Poster tatsächlich in das richtige Fach gesteckt hat, dann müsste diese Katharina Jordan in Kabine Nummer 2 untergebracht sein. Mit dieser bahnbrechenden neuen Erkenntnis probieren wir unser Glück nochmal. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen. Dann könnte ich glatt als Zwillingsschwester durchgehen. Hallo. Hallo, Frau Jordan. Hey, nicht schlecht. Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel, die Nummer 2. Ja, gern. Oh, der liegt gleich hier vorne. Bitteschön. Dankeschön. So, damit haben wir uns in den Besitz des Kabinenschlüssels von der Schreckschraube gebracht. Ich werde mich mal wieder umziehen. Und die werden wir dann in der nächsten Folge ausrauben. Das da ist schon mal Kabine Nummer 2. So, und an dieser Stelle geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin ein bisschen Spaß mit den Videos. Und bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Tschüss.